empfunden haben. Ja, bitte du reichen Scheiße. Sie alle Beschwerden in schriftlicher Form bei der Zitadelle okay, Tourismus und Besucher. Was ist das? Präsidium. Zitadellturm? Keine Ahnung. Okay, hier sind wir doch richtig. Saren verschweigt etwas. Lassen Sie mir Zeit, halten Sie sie auf. Den Rat aufhalten? Das ist lächerlich. Ihre Ermittlung ist vorbei, Garus. Commander Shepard? Garrus Vakaria. Ich war der leitende Offizier der Zitadell-Sicherheit Ermittlung gegen Saren. Okay. Irgendwas gefunden, was ich wissen sollte? Saren ist ein Spectre. Die meisten seiner Taten sind geheim. Ich habe nichts Konkretes. Scheiße. Aber ich weiß, dass er was plant. Wie ihr Menschen sagt, ich hab's im Urin. Ich glaube, der Rat wartet, Commander. Ich hab's viel im Glück, Urin. Shepard. Vielleicht hören sie ihnen zu. Okay. Oh Mann, ey, hier müssen rumlaufen. Hey, du Missgeburt. Yay. Wohin müssen wir überhaupt? Einfach geradeaus, okay. Was ist das für ein Viech? Was ist denn das für ein Viech? Hui. Alter, was hier für komische Viecher rumlaufen? WTF? Na los. Die Guild-Attacke bereitet uns Sorge. Nichts lässt jedoch darauf schließen, dass Saren irgendwie darin verwickelt ist. Die Untersuchung von Citadel Security ergab keine Beweise, die ihre Anklage auf Verrat stützt. Beweise? Ein Augenzeuge hat gesehen, wie er Nihlus kaltblütig ermordet hat. Botschafter, wir haben die Eden Prime-Berichte gelesen. Die Aussage eines traumatisierten Dockarbeiters ist ja wohl kein Beweis. Ach, verbiss dich, Alter. Klar, diese Anschuldigungen sind ungeheuerlich. Nihlus war auch ein Spectre und ein Freund. Das hat es für Sie doch nur leichter gemacht, ihn zu überraschen. Captain Anderson, Sie scheinen immer da zu sein, wenn die Menschheit falsche Anklage gegen mich erhebt. Und das muss Ihr Protégé sein, Commander Shepard, der, die Zerstörung des Senders zuließ. Sie haben den Sender zerstört. Dann wollten Sie es verheimlichen. Die Schuld auf andere schieben, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Genau wie Captain Anderson. Er hat ihnen viel beigebracht. Ach, halt's mal, komm her, eins gegen eins. Aber was soll man von einem Menschen erwarten? Saren hasst Menschen, deshalb sein Angriff auf Eden Prime. Ihre Spezies muss ihren Platz kennen, Shepard. Sie sind noch nicht so weit, dem Rat beizutreten. Sie sind noch nicht mal bereit, den Spectres beizutreten. Er hat kein Recht, sowas zu sagen. Das ist nicht seine Entscheidung. Es geht hier nicht um Shepards Beitritt bei den Spectres. Diese Besprechung ist zwecklos. Ratsherr, die Menschen verschwenden ihre Zeit. Und meine. Saren versteckt etwas hinter seiner Position als Spectre. Machen Sie Ihre Augen auf. Wir brauchen Beweise. Bisher haben wir keine gesehen. Es gibt noch eine Sache, die wir nicht besprochen haben. Commander Shepards Vision. Der Sender könnte sie ausgelöst haben. Lassen wir nun auch Träume als Beweis zu? Wie kann ich meine Unschuld beweisen mit dieser Art von Aussage? Finde ich auch. Unser Urteil muss sich auf Fakten und Beweise stützen, nicht auf wilde Vorstellungen und Spekulationen. Haben Sie dem noch etwas hinzuzufügen? Commander Shepard. Ignorant. Sie haben sich schon entschieden. Ich verschwende nur meine Zeit. Der Rat hat keine Beweise gefunden, die eine Verbindung zwischen Saren und dem Geld belegen. Mann, ey. Botschafter, Ihre Petition, ihn von den Spectres auszuschließen, wird hiermit abgelehnt. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Alter.
mehr als morgen. Dieses Treffen wird vertagt. Es war falsch, sie zu dieser Anhörung mitzunehmen, Captain. Sie und Saren verbindet zu viel. Nun zweifelt der Rat unsere Motive an. Ich kenne Saren. Er arbeitet aus einem Grund mit den G zusammen, um die Menschheit auszurotten. Naja, unsere Kolonien sind gefährdet und jede Welt, die wir kontrollieren, sogar die Erde. Zählen Sie mir, was Sie und Saren verbindet. Vor langer Zeit waren wir auf gemeinsamer Mission. Alles lief schief. Sehr schief. Wir sollten das nicht hier bereden. Aber ich kenne ihn. Und er muss aufgehalten werden. Ja, wir müssen uns selbst um Saren kümmern. Echt mal. Als Spectre ist er fast Leute, wegen meinem Hund. Ich kann leider wir nicht müssen dafür, irgendwie enttarnen. Was ist mit Garrus? Dem Ermittler von Zitadell-Sicherheit. Wir haben gesehen, wie er sich mit dem Executor gestritten hat. Das stimmt. Er bat um mehr Zeit, um seinen Bericht zu beenden. Er schien kurz davor, etwas über Saren herauszufinden. Eine Ahnung, wo er sein könnte? Ich kenne jemanden in Zitadell-Sicherheit, der uns helfen kann, Garrus zu finden. Sein Name ist Harkin. Vergessen Sie's. Sie haben Harkin letzten Monat suspendiert, betrunken im Dienst. Ich verschwende mit diesem Loser nicht meine Zeit. Das müssen Sie. Ich bin korrekt drauf. Der Rat soll Ihre Vergangenheit mit Saren nicht als Ausrede dafür benutzen, alles zu ignorieren, was wir finden. Shepard kümmert sich drum. Ich kümmere mich drum. Ich muss mich um ein paar Dinge kümmern. Captain, kommen Sie nachher in mein Büro. Harkin betrinkt sich wahrscheinlich gerade in Koras Nest. Ein etwas fragwürdiger Club in der unteren Ebene der Zivilbezirke. Sie sagten doch, dass er ein nutzloser Säufer sei. Es könnte trotzdem nicht schaden, mit ihm zu sprechen. Aber seien Sie vorsichtig. Man kann sich nicht auf ihn verlassen. Sie kennen Saren schon länger. Was ist passiert? Vor etwa 20 Jahren. Ich war Teil einer Mission im Skyllianischen Randsektor. Ich arbeitete zu der Zeit mit Saren zusammen. Wir sollten einen Terroristenring aufspüren und vernichten. Saren hat das Ziel eliminiert. Aber es gab viele Opfer dabei, unschuldige Zivilisten. Davon stand später natürlich nichts in den offiziellen Berichten. Aber ich hatte gesehen, wie er operiert, ohne Gewissen, ohne Zögern. Er würde ohne zu zögern tausende Zivilisten sterben lassen, um einen Krieg zu beenden. WTF. Ich auch. Yo. Das Töten von Unschuldigen beendet keine Kriege. Es verursacht sie. Sehr richtig. Ich weiß, wie es läuft, Commander. Manchmal ist man gezwungen, unbequeme Entscheidungen zu treffen. Aber nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Saren hat nicht einmal nach einer anderen Option geschaut. Er ist krank, wahnsinnig. Er liebt die Gewalt und das Töten. Und er weiß, seine Spuren zu verbergen. Okay, ich muss jetzt gehen. Viel Glück, Shepard. Sie finden mich im Büro des Botschafters, falls Sie noch was brauchen. Okay. F6 mal drücken. Schnell speichern. Beendet. Achso. Wir müssen jetzt zu so einer geilen Bar uns hinbegeben. Erstmal müssen wir hier raus. Was willst du damit sagen? Ich wette, diese Stufen sind nicht nur Show. Wenn dieser Ort jemals angegriffen wird, stellen sie gute Defensivstellungen dar. Alter, was laberst du, Mann? Dieser Kerl hat irgendetwas vor. Welcher Kerl? Der da drüben, beim Keeper. Der hier? Was? Oh nein! Ich wollte nicht! Schon gut. Also, was kann ich für Sie tun? Warum interessieren Sie sich so brennend für die Keeper? Keeper? Ich habe gar kein Interesse an den Key. Raus mit der Sprache. Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich mit Ihnen darüber sprechen sollte. Wir wollen uns doch nur unterhalten. Wo ist da das Problem? Nein, ich kann es Ihnen wohl erzählen. Ich verwende kleine Scanner, um Signale von den Keepern zu speichern. Bis jetzt habe ich keine deutlichen Resultate erhalten.
Ich komme nur schwer an sie heran. Und warum haben sie so ein Geheimnis daraus gemacht? Ja. Nun, technisch gesehen sind wir angehalten, die Keeper nicht zu stören. Ich persönlich glaube nicht, dass die Scans die Keeper stören. Aber die offiziellen Stellen könnten das anders sehen. Ich würde gerne etwas freier arbeiten. Okay. Aber ich will nicht riskieren, verhaftet zu werden. Möchten wir helfen? Oder? Ich gehe dann. Bis dann. Okay. Ist hier ein Schnellreisesystem? Bezirke. Kuras Nest. Auf zur Bar. Das ist der. Waren Sarens Männer. Diese kleinen Faggots, Alter. Oh yeah. Was heißt du? 1 Million Lichtjahre von dem Ort entfernt, an dem die Menschheit begann. Und wir gehen in eine Bar voller Männer, die sabbernd nackte Weiber dabei beobachten, wie sie auf der Bühne mit dem Arsch wackeln. Ich kann mich nicht entscheiden, ob das lustig oder traurig ist. Tendenziell eher lustig. Sie glauben nicht, dass Sie wegen des Essens hier sind? Oh, shit. Zurück, Rex. Fist sagte, wir sollen dich erledigen, wenn du kommst. Worauf wartet ihr denn noch? Ich bin doch hier. Das ist Fists einzige Chance. Wenn er klug ist, nutzt er sie. Er kommt nicht raus, Rex. Ende der Geschichte. Die Geschichte fängt gerade erst an. Aus dem Weg, Menschen. Ich habe keinen Streit mit euch. Worum ging es denn da? Wer weiß. Wir sollten uns da lieber raushalten. Wen suchen wir überhaupt nochmal? Gastfreischen. General. Verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Okay. Wer seid ihr? Nein, das machen wir jetzt nicht. Wo ist denn der Typ, Alter, da hinten ist Ausrufezeichen. Lauf, 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 lauf. Allianz Militär. Ich hätte Marine werden können. Stattdessen ging ich zur verdammten Zitadellsicherheit. Der größte Fehler meines Lebens. Könnte sie mir wohl helfen? Arkin, richtig? Ich hörte, Sie können mir helfen, jemanden zu finden. Einen Officer von der Zitadellsicherheit namens Garrus. Garrus? Sie müssen aus Captain Andersons Crew sein. Will der Bastard Saren noch immer ans Leder? Klar. Ich weiß, wo Garrus ist. Aber Sie müssen mir zuerst etwas sagen. Hat der Captain Sie in sein großes Geheimnis eingeweiht? Gibt es etwas, das ich über den Captain wissen sollte? Der Captain war früher ein Spectre. Das wussten Sie nicht, was? Es war alles top secret. Der erste Mensch, dem je diese Ehre zuteil wurde. Und er hat es vermasselt. Er hat die Mission vergeigt, woraufhin man ihn rauswarf. Natürlich gibt er Saren die Schuld. Man sagt, der Turianer hätte ihn reingelegt. Warum haben Sie ihn rausgeworfen? Das müssen Sie ihn fragen. Die Details kenne ich nicht, aber es ist eine gute Geschichte. Der Fall des Helden, die klassische Tragödie. Sie sagten, Sie hätten alles vertuscht. Wie haben Sie davon erfahren? Ich arbeite seit 20 Jahren hier auf der Zitadelle. Die Leute auf dieser Station reden gern. Geheimnisse sind wie Herpes. Wenn man sie einmal hat, kann man sie auch gleich verbreiten. Eine letzte Chance. Sagen Sie mir, wo Garrus ist. Sofort.
Okay, beruhigen Sie sich. So muss ich. Wollte mit Dr. Michelle drüben in der Klinik auf der anderen Seite der Bezirke reden. Ich verschwinde. Ja, gut, gehen Sie. Lassen Sie mich in Ruhe trinken. Genau. Mach das.